Nee, dann kann ich nicht. Okay, jetzt Action. Also ich muss jetzt so... Und bitte! Also das brauche ich schon, sonst kann ich nicht. Oh, warte. Ja, herzlich willkommen zu René Backtke bei im Studio von Freaky Baking. Ich bin heute alleine. So, dann machen wir mal. Warte, wir müssen... Klappe die Weste! Da muss jetzt noch so ein... Muss was draufschreiben, weil Wir müssen jetzt noch was draufschreiben. Weil sonst kann ich nicht, so, ne? Ich bin halt angehender Filmschauspieler und da hat man halt so seine Star-Allöhne. Und wenn man das jetzt hier nicht hat, dann kann ich nicht. Das ist so ein... So, und jetzt musst du wieder zu der Kamera gehen und musst es so da reinhalten und dann... Und bitte. Ich weiß, ich habe schon oft genug die Klappe gemacht. Ja, gut. Sehr gut. Das weiß ich. Heute ist hier alles ein bisschen professioneller als sonst. Oder auch nicht. Nein, heute backen wir nicht, falls ihr euch das gerade gefragt habt. Wir labern heute eigentlich nur Scheiße, ne? So, jetzt muss jetzt erstmal hier Klappe die erste kommen. Oh, guck mal, viel zu dunkel. Wir brauchen Licht. Warte, Warte, man kann das lesen, ja? Ja, man kann das lesen. Klappe die erste. Und geht los jetzt. Und jetzt geht's los. So. Warte, wohin? Ich nehme keinen Platz. Okay. Hi Leute, willkommen bei Freaky Baking. Ich bin heute nicht alleine, denn ich habe einen Gast hier und zwar René. Der kann auch gleich gerne mal ein bisschen was von sich erzählen. Und wir haben heute was Spezielles vor, denn wir backen heute zusammen Cupcakes. Und zwar ganz spezielle, denn wir wollen heute Cupcakes machen zu dem neuen Film Tatort. Denn wir freuen uns schon riesig auf diesen Film. Und ich finde, wir fangen jetzt auch direkt an. Und weil er noch nie wirklich gebacken hat, kann er jetzt einfach mal den Teig machen. Ich habe ihm nur die Zutaten dahingestellt und er darf dann mal gucken, was passiert. Und kann auch gerne mal ein bisschen was über sich erzählen. Hm? Ja, genau. Also ich bin René. Ich backe heute für euch. Ich habe das noch nie gemacht. Seid gespannt, ob das was wird. Ich glaube noch nicht daran. Aber ja, wir backen heute Tatort-Cupcakes und das kann nur cool werden. Zu meiner Person. Ich studiere Schauspiel. Kann man alles auf Facebook verfolgen. Genau, den Link packe ich euch hier unten mal hin. Genau. Da könnt ihr hier gerne mal draufklicken, wenn ihr möchtet. Also quasi hier auf dem Boden. Ne, da ist der Link, da könnt ihr dann draufklicken. Liegt hier auf dem Tisch. Genau, da steht Facebook René Rodriguez Batista. Ne, ist ein bisschen schwer, deswegen packen wir das alles in den Link. Und da könnt ihr dann mal so ein bisschen mein Leben checken, weil ich bin halt mittelloser Schauspielstudent. Da erlebt man hin und wieder was. Nicht immer, aber hin und wieder. So. Du willst anfangen? Ich muss anfangen. Wir machen jetzt. Ja, du musst jetzt anfangen. Also, okay. Als erstes... Brauchen wir einen Topf. Also, wir können das auch einfach kochen. Wir kochen einen Kuchen heute. Wir brauchen eine Schale. Genau. Wollen wir das erstmal vielleicht wegstellen? Ja, weg. Oh, die Förmchen fliegen weg. Also, okay. Butter und Zucker zusammen. Das kriegst du hin. Das kriege ich hin. Nehmen wir jetzt mal den Löffel dafür, ne? Ja. Okay, Zucker ist das hier. Das weiß ich auch noch. Ja, das ist Zucker. Das ist abgemessen. Ich kipp das jetzt einfach rein. Ja, das kannst du einfach rein. Das ist hier idiotensicher. Ich bin begeistert. Okay, hab ich. Und jetzt nimmst du dir den Mixer, der da steht. Du musst leider mit der Schüssel wieder rüberwandern, weil das Kabel zu kurz ist. Willst du? Ja. Lecker Teig. Lecker okay. Butter. So, auf Turbo. Jetzt geht's los hier. Nein, auf was macht das? Mach erstmal klein, sonst fliegt dir das alles entgegen. Das wird jetzt erstmal bröckelig und dann einfach immer weitermachen und irgendwann ist das drin. Dann haust du jetzt das Ei da rein. Wo ist das? Ach da. Im Eierbecher. Im Eierbecher. Ne? Das ist ein Eierbecher, sieht aus, als wenn er... Nee, man da ist noch keine Schleichwerbung drin, machen. Deswegen. So, ohne Schaum. Okay, also wenn ihr das nachhaltet, das Ei ohne Schaum. Also das komplette, ne? Genau, ohne Schale, das komplette Ei. Ja, ich sauge hier auch immer rum. Die Küche sieht immer schlimm aus. Putzen muss ich nachher nicht, ne? Das haben wir nicht vereinbart. Nee, das muss ich leider machen. Ja. Fertig? Ja, fertig. Du hast da noch Schale. Und mixen! Und kann ich mal vielleicht irgendwas... Nein! Gleich, du kriegst... Also ich kann deine Küche auch einsaugen, ne? Du darfst auch Finger waschen. Boah, ich darf... Hier gibt's Wasser, sogar warmes. Eis ist wahrscheinlich. Ich habe auch überall Ei. Ja, ich muss ja jetzt Mixer. So, jetzt mixen wir das wieder. Ganz professionell. Wir fangen wieder klein an, weil sonst spritzt es halt an. So wie man jetzt hier im Weißen sieht.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Video zu Ende zu gucken. Ne? Weil es gibt ja noch ein Big Surprise am Ende. Genau, es gibt mal ein Big Surprise. Aber das verraten Surprise, wir noch nicht. Surprise. Das verraten wir noch nicht. So, jetzt hast du hier noch eine zweite Schüssel. Ja. Da haust du alle trockenen Sachen rein. Also Mehl, Kakao. Milch. Genau. Backpulver, Salz und Vanillezucker. Okay. Gibt's übrigens, das Rezept habe ich auch schon mal gemacht. Das ist mein Schokokuchenteig. Das Grundrezept, was ich hier gemacht habe, wo ihr auch nochmal die genauen Zutaten überall drin nachlesen könnt, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Also könnt ihr da dann gerne draufklicken, wenn ihr das nachmachen möchtet, was wir hier machen. So, ich glaube... Salz? Das auch noch, dieses kleine Fetzelchen? Das ist eine Prise Salz, ja. Das ist eine Prise Salz, okay. Lass mich raten, das mixen wir jetzt. Und dann macht das so... Puff. Ja, mit dem Löffel darfst du das. Mit dem Löffel? Ja. Können wir das nicht doch mit... Okay, wir rühren das. Das gleich machen. Das ist schon schwer genug, das in der Schüssel zu behalten. Das war ich nicht, ich schwöre. Naja, das war der Löffel. Das war der Löffel, genau. Also, und jetzt machst du mal nacheinander Mehl so ein bisschen was rein und ein bisschen was von der Milch und mixt das jedes Mal nacheinander mit dem Mixer. Das ist klar, also ein bisschen hier. Kannst du auch reinschütten, aber kannst auch einen Löffel, wie du magst. Nee, dann sauge ich nicht so viel rum, vielleicht. Genau, so, jetzt mixst du das ein bisschen, dann kommt ein Schluck Milch rein, dann mixst du wieder ein bisschen, dann wieder Milch, Milch, und man arbeitet schon eigenständig. Mhm. Bin stolz auf dich. Ja. Und das alles daneben. Kann ja mal passieren. So, ich mache jetzt hier mal wieder mehr von diesem Mehl, Kakao, Zucker Mischung rein. Warum machen wir eigentlich nicht alles rein? Weil du dann voll bist mit dieser Mischung. Weil das, aber du kannst auch alles, wenn du willst, mach alles rein. Ja. Und dann mach aber lieber dann auch gleichzeitig Milch noch mit dazu. Weil warum machen wir nicht die ganze Milch rein? Ja, mach die ganze Milch dazu so. Und jetzt mix das. Auf aber Turbo. Das kommt dann, puh, ja, mix auf Turbo. Ja. Warte, bist du kurz, du musst trotzdem da bleiben. Sorry. So kann man seine Küche auch noch mehr ein. Macht niemals den Mixer an, wenn da noch Teig dran ist. Aber schmeckt gut. Dann kannst du da auch den dicken Knopf drücken. Genau, dann kommen die raus und dann kriegt jeder jetzt so ein Ding und dann können wir das ablenken. Oh, geil. Ich hab mich nicht getraut zu fragen. Ich dachte, das wäre ein bisschen eklig, wenn wir das in einem Video machen. Warum? Weil du es sonst auch nicht machst, oder? Nee, da schneide ich immer raus. Das hier wird auch rausgeschnitten, das wird nie zu sehen sein. Doch, das habe ich gut gemacht. Leckerer Teig, ne? So, jetzt füllen wir es um. Ja. Ab damit in die Förmchen. Wie viel? So ungefähr 2/3. Zwei Drittel. Nicht 2/3 vom Teig in ein Förmchen, sondern dass sie so zwei Drittel so voll sind. Ich dachte so ein 2/3 vom Löffel, ich weiß schon sagen. Achso. Mach ihn am besten voll und dann lass es so runterplumpsen. Ganz vorsichtig. So? Ja, stopp. Und der nächste. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es bis hierhin geschafft und habt noch nicht abgeschaltet. Das ist schon mal toll. Ja, aber ihr müsst auch auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Surprise, surprise. Weil, also ihr müsst uns beiden hier, oder uns beiden, noch ein bisschen ertragen. Ja. Aber also, gleich habt ihr erstmal einen Schnitt Ruhe, weil wir müssen den Teig ja gleich noch backen. Was machen wir in der Zeit? Hast du nicht irgendwas anderes gebacken, das vielleicht noch im Kühlschrank irgendwas für essen können? Das ist noch nicht fertig. Ist doch egal, wo er ist am besten. So, willst du schon mal? Aber was schon viel. Ich nehm die Light-Variante. Also, okay. Hallo? Hm? Bis uns schlecht wird, weil wir Bauchschmerzen kriegen von dem Teig. Ja. Abklettern. Also, Tagestipp Nummer 1. Probiert auf jeden Fall den rohen Teig. Das ist schon geil. Und schickt keine weißen Klamotten an, wenn ihr mir Schokoladenteig macht. Ja. Und ladet mich am besten nicht zum Backen ein. Das geht dahin los. Dann habt ihr auf jeden Fall hier Grundrenovierung hinterher. Ja. Weil alles voller Teig ist. So. Ich glaube, das erstmal in der Pause weiter, bis das, ja, wenn die Dinge aufbauen. Wir lecken jetzt gleich die Schüssel noch weiter aus. Und in der Zeit. Aber nur die Schüssel. Ich schwöre. Und in der Zeit können die Muffins hier schon mal in den Ofen, und zwar bei 175 Grad, so ungefähr für 20 bis 25 Minuten. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob sie fertig sind oder nicht, könnt ihr mit dem Zahnstocher einfach in die Mitte stecken. Und wenn kein Teig mehr dran kleben bleibt, dann sind sie auf jeden Fall fertig. Und wenn die aus dem Ofen gekommen sind, dann fangen wir schon mal an mit unserer Deko. Und das wollen wir euch dann natürlich auch gleich noch zeigen. Also, dranbleiben. Genau. Also ihr bleibt ja sowieso dran.
Weil jetzt geht's ja direkt schon weiter. Und es gibt gar keine Werbung. Ja. Das können wir uns nämlich nicht leisten. Wir sind jetzt ins Muffins, ne? Wenn ihr sagt, okay, das reicht mir, die Idioten habe ich jetzt lang genug gesehen, ich mache nur Muffins, ist okay. Aber hey, da könnt ihr auch nichts mehr, könnt ihr auch nichts mehr gewinnen. Das muss abkühlen. Das heißt, wir können Deko machen. Wir können Deko machen. Werden wir jetzt wieder seriös? Ja. Okay. Wir versuchen es. Okay. Wir sind wieder drauf, wir sind wieder drauf. Ja, hallo, hallo. Wir haben da mal was vorbereitet. Das Spritzbeutel. Das erinnert mich gerade so, wie du das erzählst. Die können Sie kaufen im 100er-Pack und zwar nur hier und nur heute zum Sonderpreis von 10.000 Euro. Was soll wir das jetzt überhaupt machen jetzt QVC? Nein, wie heißt das? Wir machen Janins Shopping Channel. Shopping? Okay, jetzt erzähl mir mal, was das erstmal hier ist. Das ist Fondant. Also, er knetet jetzt schon mal das Fondant. Das ist so wie Knete. Nur relativ hart und wir müssen das jetzt erstmal weich. Ja, aber was knete ich das denn? In den Ball und werfe ich damit ab? Nein. Schade. Erstmal weich machen. Erstmal weich kneten. Und dann rollen wir das aus und machen das raus so Platten. So, wir haben jetzt mal so ein bisschen hier umgebaut, damit ihr auch sehen könnt, was wir hier für eine Schweinerei verursachen. Also meins ist schon weich. Wirklich? Guck mal, wie weich das ist. Ja. Dann nimm dir da die Rolle. Wir haben da ja so eine tolle Fondantrolle. Ach so. sieht aus wie eine Kerze. Eine Kerze für eine Kerze. Für erwachsene Frauen. Kannst du mir mal bitte... Okay, das müssen wir vorschneiden. Ich glaube, der asynchrone Hoden. Ich nehme hier jetzt die Kerze. Die Rolle. Fondantrolle. Fondantrolle. Ich muss zwischendurch mal so abmachen, damit das nicht auf dem Tisch kleben bleibt. Scheiße, genau. Schatz, ist spät. Okay, so. Jetzt habt ihr gesehen, wie ihr das nicht macht. Du musst so ein Stück weiter nach rechts, damit man auch sieht hier, wie ich rolle und den ganzen Tisch wackel. Und dann nehmen wir uns hier so einen tollen runden Ausstecher. So, jetzt ist es aber perfekt. Und dann stechen wir uns das aus. Werden das unsere Zielscheiben? Ja. Beziehungsweise, da kommt Tatort drauf. Tatort! Mit Tim Schweiger! Vielleicht werden wir gehatet, weil wir was über einen Tatort machen. Wenn es scheiße aussieht, vielleicht. Okay. So. Bleiben wir so nah? Ja, wir machen ja jetzt hier... Jetzt brauchen wir unsere Spritzbeutel. Denn wir spritzen jetzt das weiße Zeug, was hier drin ist. Und zwar Royal Icing ist da drin. Spritzen wir jetzt auch unsere runden Platten hier drauf und machen damit das Logo vom Tatort. Ach du Heiland. Okay. Damit hast du nicht gerechnet. Nein, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Da ist eine Schere. Ich bringe mich schon mal... Eigentlich müsste man mal deinen Werkzeugkasten zeigen. Warte, nicht so viel. Nur eine ganz kleine Ecke. So? Genau. Ja. Ganz kleine Ecke, damit du das schön machen kannst hier. Wie viele Kreise hat denn die Zielscheibe? Weißt du das zufällig? Also das O vom Tatort ist der kleinste Ring. Dann ist da noch ein Ring und noch ein Ring. Was machen wir? Also wir machen jetzt einfach drei Ringe, ne? Machen wir erstmal die Zielscheibe, ne? Ja. Nur die Zielscheibe. Und beim nächsten machen wir dann auch Tatort drauf. Ja, wir machen ja verschiedene. Das läuft schon raus. Dann machen wir erstmal hier das Fadenkreuz. Aber ist bei mir auch ein bisschen kribbelig geworden. Ja, guck dir meinen mal an und guck dir dann mal deinen an. Ja. Da weißt du, dass meiner besser aussieht. Ja. Deiner ist auf jeden Fall runder. Boah. So, jetzt haben wir die ersten schon mal fertig. Davon machen wir uns jetzt noch einen, aber mit dem Tatort drauf. Also wir schreiben auch wirklich Tatort drauf. Okay. Das heißt, ein nächstes Teil ausrollen und die erstmal beiseite. Ich hätte gerne noch einen, wo mein Name draufsteht. Mit René Rodrigo... René Rodrigo Barista. Barista. Hier, Barista. Dann schreibt da René Rodrigo. Ich schreibe da nur René. Was? Krieg ich da nie im Leben Tatort drauf geschrieben. Du hast doch auch René Raum geschrieben. RR. Ja. Wird peinlich, wenn ich mich vielleicht sogar noch verschreibe. Bei 6 Buchstaben? Ja, vielleicht. Meine Hände sind so blau. Guck mal. Sind eure Hände auch so blau? Schreibt das mal in die Kommentare. Ob eure Hände auch immer so blau sind, wenn ihr das macht. Also bei dir sieht es besser aus als bei mir. Ich dachte, du schreibst das wie das Logo. Kann ich nicht.
Alter, das sieht richtig gut aus. Können wir das rausschneiden? Nee, jetzt wollen wir auch deinen Tatort-Ding sehen. Das ist halt so ein... Guck mal, wenn wie aus einem Horrorfilm eigentlich so, ne? Das müsste eigentlich in Rot sein. So. Ihr müsst entscheiden, welches Tatort findet ihr besser? Ja, ich habe mich schon entschieden. Meins. Okay. Die Wolle weg. Wir machen noch ein paar Zielscheiben, würde ich sagen. Wir haben so viele Cupcakes, also machen wir noch ein paar Zielscheiben. So, es geht weiter. Wir haben jetzt die Deko fertig. Jetzt wollen wir natürlich noch die Krähen machen. Hol mal den Mixer. Den Mixer, mein Lieblingsfreund. Ja. Der ist natürlich auch sauber geleckt. Das wird lustig, weil hier ist ganz viel Puderzucker drin und gleich wird meine Küche. Meine Kuche wird ein bisschen versaut. Richtig. Da tun wir jetzt Butter in den Puderzucker. Flatsch. Aber wir machen keine Werbung. Ja. Na? Warte. Prise Salz. Prise Salz und ab geht die Post, oder? Rühren. Und jetzt so lange, bis es richtig schön cremig ist. Reicht? Dann brauchen wir wieder Spritzbeutel. Oh Gott, schön süß. Besteht auch hauptsächlich aus Puderzucker. Ist aber echt geil. So, wir haben wieder Spritzbeutel gemacht. Genau. Wir haben nochmal was vorbereitet. It's mit a kind of magic. Buttercream. Buttercream. Ich habe eine Sternhülle, sie hat die Kackhülle. Tülle. Das hier, genau, das ist so eine Rundtülle. Ich nenne die mal Kackhaufen-Tülle, weil das immer aussieht wie Kackhaufen, wenn man die aufspritzt. Wir haben eine Sterntülle, aber es ist relativ egal, was ihr für eine Tülle nehmt, weil da kommen ja unsere Fondant-Kreise oben drauf. Eben. Darum ist es wurscht, wie ihr das draufspritzt. Hauptsache, es ist schön glatt. Also, draufspritzen. Im Kreis oder komplett drauf? So im Kreis, dass es so ebenmäßig ist dann. Okay. Also ich muss jetzt mal echt eins sagen, ne? Immer wenn ich deine Videos gucke, denke ich, boah, kann man das denn nachmachen? Das ist ja voll schwer. Aber so schwer ist das gar nicht. Ist auch gar nicht so schwer. Also es ist wirklich sau leicht, so. Ne? Es sieht wirklich immer sehr schwer aus im Video, das muss ich zustimmen. Du musst immer runterdrücken. Aber es ist wirklich leicht, also macht es ruhig mal nach, es macht auch mega Spaß. Ladet euch eure Freunde oder eure Freundin ein, macht es zu zweit, so wie wir das hier machen. Weil ich finde, Backen zu zweit ist richtig geil. Es macht, also ich habe mega Spaß, ohne Scheiß jetzt. Und wenn ihr dann noch Eltern zu Hause habt, die für euch putzen, ist es noch besser. Ja. Oder ein Freund oder eine Freundin. Oder ein Hund. Oder ein Hund, der freut sich besonders, ja, oder? Nee, aber auch. Backt es ruhig nach, macht es zu zweit, es macht echt mega Spaß, so. Okay. So, dafür kriege ich 50 Euro, ne? Nein, es macht wirklich mega Spaß, das zu zweit nachzubacken. Und jetzt wollen wir die Deko draufsetzen. So, die Spritzbeutel kommen weg. Ja. Übrigens, das Grundrezept von der Buttercreme tue ich euch auch einfach mal in die Infobox unten rein. Ja, steht alles hier unten. Also nicht hier im Video, sondern unten in der Infobox. Genau. Auch sein Link steht auch nochmal in der Infobox. Genau. Oder einfach bei Facebook eingeben, René Rodriguez Batista. Genau. Aber ansonsten hier weil unten. Weil man sich das ja auch immer so leicht merkt. Hier kann. Unten. Da ist alles. Genau. So, jetzt Deko drauf. Okay. Jetzt nehmen wir uns unsere Tatort. Wir fangen mal hier mit an. Blättchen. Weil das ist echt, das ist wirklich der coolste. Der Tatort. Na, einfach draufsetzen. Einfach draufsetzen. Ich nehme die morgen übrigens mit in die Schauspielschule. Auch voll so wichtig. Und dann kommt in der Schauspielschule. Ja, voll wichtig. Voll wichtig. Aber richtig wichtig. Okay, wir sind fertig, ne? Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Ja, unsere Cupcakes. Wir kommen zum Gewinnspiel. Wir kommen zum Gewinnspiel. Yeah. Nach Ewigkeiten, wo wir euch ja so lange auf die Folter gespannt haben jetzt. So, wir haben es endlich geschafft. Die Cupcakes sind fertig. Und wenn ihr jetzt immer noch dran seid, dann geht es jetzt auch endlich zum Gewinnspiel. Erstmal cool, dass ihr so lange dran geblieben seid und das mit uns beiden Vögel ausgehalten habt. Ja, das war wahrscheinlich sehr anstrengend. Aber ihr habt es vielleicht geschafft. Also wenn ihr noch dran seid, jetzt kommt das Gewinnspiel. Und zwar, wie ihr seht, haben wir Tatort-Cupcakes gemacht. Das bedeutet, Tatort kommt jetzt nächste Woche in die Kinos. Und einer von euch kann 2 Karten für den Tatort-Film gewinnen. Und nicht nur das. Wir kommen mit. Das heißt, ihr gewinnt Karten in Hamburg in der Smart City Museum in Wandsbek. Das heißt, ihr müsst in Hamburg wohnen oder zumindest in Hamburg sein oder ihr kommt extra dafür nach Hamburg. Ja, oder Umgebung. Und ihr geht mit uns beiden ins Kino. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe keinen Bock auf einen von den beiden, habt ihr Pech, wir kommen trotzdem mit. Richtig. Aber wie kommt ihr an diese Karten dran? Ja, das wird jetzt noch ein bisschen tricky. Wir haben euch ja die ganze Zeit schon gesagt, wir blenden euch hier die tolle Facebook-Seite von ihm hier ein. Das bedeutet, ihr klickt einfach auf diesen Link
und dann schreibt ihr einen Kommentar unter das Video, was ihr natürlich auch bei sich dabei Facebook. Also es wird so laufen, hat. Ich poste am Donnerstag das Video über meine Seite. Genau. Da steht auch drin Gewinnspiel und was ihr alles wissen müsst. Also ihr kennt das auf meiner Seite. Ihr geht auf meine Seite, klickt das Video an und kommentiert es. Ihr kommentiert es, ihr könnt gerne schreiben, warum ihr gewinnen wollt. Genau. Und ganz wichtig ist, ihr markiert die Person, mit der ihr ins Kino gehen wollt, also die uns drei dann quasi begleitet. Ja. Und das Gewinnspiel geht bis Sonntag 23.59 Uhr, endet diese ganze Geschichte. Genau, bis dahin habt ihr Zeit, Kommentare zu schreiben unter sein Video, was unter meinem Video, was ich poste. Der Link befindet sich, wie gesagt, hier. Da kommt ihr zu dem Video. Und dann losen wir aus, wer gewinnt, ne? Genau, per Zufallsprinzip. Per Zufallsprinzip. Das war's. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich hier bei unserem kleinen Freaky-Baking-Abend. Ja. Eine kleine Show. Hm. Wenn es euch gefallen hat, sollen Sie es in die Kommentare schreiben, oder? Ja, schreibt das gerne in die Kommentare. Auch wenn ihr solche Fotos, wenn ihr solche Cupcakes nachmacht, schickt uns Fotos. Könnt ihr auch gerne auf seiner Seite posten. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich nochmal ein kurzes Video auf meiner Seite nächsten Donnerstag, wie wir den Kino besuchen, wie wir den neuen Tatort gefunden haben. Genau, noch so ein kleines... Kleines, wie war's denn? Und drittens, wenn ihr das nochmal haben wollt, hier diese Konstellation, die hier gerade steht, also mich und sie, dann schreibt es auch in die Kommentare, weil dann machen wir das bestimmt nochmal. Genau, dann machen wir es nochmal. Und wenn nicht, ich komme trotzdem wieder. Irgendwie. Und wenn wir irgendeine Challenge machen. Oder sonst was. Oh ja. Ihr schreibt einfach in die Kommentare, was ihr von uns sehen wollt. Genau, wenn ihr irgendeine dumme Idee habt, was ihr machen sollt, schreibt es rein. Ich verspreche euch, wir machen es. Wir machen es. Dann machen wir es, ne? Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ja. Wir haben genug gelabert. Viel zu viel. Und wenn ihr jetzt noch dran seid, dann schaltet jetzt ab. Dann schaltet jetzt ab. Auf Wiedersehen. Und ihr habt unseren großen Respekt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und am Montag kriegt ihr Bescheid, wenn ihr gewonnen habt. Das war's. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Sehr gut.